So, wir gehen hier auf ar2kit.org, gehen auf Download und dann holen wir uns hier für iOS ar2kit Binary. So, nachdem wir es gedownloadet haben, gehen wir in den Download-Ordner und schieben das gedownloadete hier auf den Desktop. Das entpacken wir durch Doppelklick bei Mac OS X, bei Windows mit rechter Maustaste und mit hier drin findet ihr jetzt die ganzen Befehle, die wir brauchen. So, das war's.